Starbucks. Ich hätte diesen Text genauso gut McDonald's, Post oder Bezirkshauptmannschaft nennen können. Nein, es ist keineswegs ein Angriff auf diese Institutionen. Es geht mir um die Menschen. Genauer gesagt um jene, die ihren Arbeitstag darin verbringen. Die, die hinter der Kasse stehen und die, die in ihrem Büro sitzen. Denn gerade hier habe ich bei vielen Personen einen Charakterzug entdeckt, der mich fasziniert und schockiert hat zugleich. Die Antriebslosigkeit. Und die funktioniert so. Die Arbeit geht mir am Arsch. Ich verdiene nicht viel. Ich habe eine kleine Scheißwohnung. Die Kreditrückzahlungen gehen sich überhaupt nicht aus. Mein Auto gibt bald den Geist auf. Daheim wartet die Alte auf mich. Und eigentlich bin ich grundsätzlich unzufrieden mit meinem Leben. Das sind die Gedanken, die solchen Leuten durch den Kopf gehen. Und das Erschreckende bzw. Faszinierende ist, sie unternehmen nichts dagegen. Erschreckend für mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, so durchs Leben zu gehen. Faszinierend für mich, weil ich mir nicht vorstellen kann, so durchs Leben zu gehen. Freiwillig zugeben würde das eine betroffene Person natürlich nicht. Nein, nein, denn sie wollen ja alle was verändern. Und da haben sie auch immer die fantasievollsten Ausreden bei der Hand. Das Spektrum reicht von Matura nachmachen über Fortbildung bis zur Selbstständigkeit. Da ist wirklich für jeden was dabei. Aber vielleicht wird für diese Fantasiegeschichten auch so viel Energie verbraucht, dass die Antriebslosigkeit nur eine Folgeerscheinung ist, quasi der Vorbote zum Burnout. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass man solche Leute durch bloßes Einreden auf sie nicht umstimmen kann. Das können sie von Hunderten gesagt bekommen. Der Motivationsschub und vor allem der erste Schritt muss von ihnen selbst ausgehen. Und solange der nicht kommt, steht er bzw. sie bei Starbucks hinter der Kasse. Einen Espresso zum Mitnehmen, bitte.